Ihr Lieben, ich wollte euch mal mit ganz vielen Blütenblättern und mit einem Blütenregen Danke sagen. Vielen Dank, danke, danke für die letzten 3 Jahre mit euch. Ich habe fast genau vor 3 Jahren angefangen mit YouTube, und zwar am 11. Februar 2019. Das war dann bei so einem Gläschen Wein abends bei meiner Nachbarin. Ich habe gesagt, ah, das könntest du doch auch mal. Ich so, ach nee, habe es dann aber doch probiert, ja, und habe gedacht, oh ja, das schauen wir mal, ob das was ist. Und jetzt 171 Videos später und 3 Jahre später, es sind doch tatsächlich 20.000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Und ich, ja, eigentlich müssten wir darauf anstoßen, aber im Gedanken überreiche ich euch eine rote Rose und sage euch tausend Dank. Es ist super mit euch, es macht total Spaß und ich finde, es ist jetzt so ein Meilenstein, dass ich das einfach mal sagen musste. Danke, 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 danke. So, wir sind voll in den Valentinsvorbereitungen, und wenn man hier sieht, so, hier sind ganz viele Flowerbags, die gefüllt werden müssen. Unsere Kollegin hat Geburtstag, gibt es jetzt auch noch ein Happy Birthday, und es gibt wieder, ja, wunderschöne Primelchen passend zum Valentinstag. Wir bekommen Lieferungen, es gibt Rosen, es gibt wunderschöne Santini. So, die Kollegin packt schon aus, gern, ja, da komm hier entlang. So, es gibt wieder, es gibt neue Ware, tolles Limonium, grüß der Morgen, hier sind auch noch Blumenlieferungen, und ansonsten stehen natürlich auch die schönsten Rosen bereit. Hier sieht man schon diese wunderschönen Ecuador-Rosen, wenn die sich öffnen, mit ganz vielen Rosensorten. Und das ist jetzt so die Vorbereitung für diesen großen Tag. Und hier sieht man schon, dass wir auch an Schnittblumen haben. Später werde ich dann mal die ganzen Flowerbags, wenn die voll sind, fotografieren. Und zeige euch einfach Fotos von diesen vielen, vielen schönen Sträußen. Und erzähle euch auch noch mal was über die Blumensituation, über Rosenpreise. Das kommt dann später. So, hier wird auch gearbeitet. Genau, es ist wunderbar. Eva, es ist super. Du darfst auch durchs Bild laufen. Guten Morgen, so, die Sonne scheint, aber wir gehen jetzt mal wieder was arbeiten, und es ist jetzt heute Sonntag, wir waren gestern schon total fleißig. Ich zeige euch einfach mal, so, erstmal einen schönen guten Morgen. Es ist kalt in Königstein und ich habe mich ein bisschen eingepackt, und ich mache mit euch jetzt einfach mal einen kleinen Ladenrundgang und zeige euch mal unsere schönen Werke. Ja, das sind jetzt hier die Sträuße. Die sind schon in diesen, Moment, ich kann das von hier nicht zeigen, ich will keinen Namen zeigen. Die sind in diesen Flowerbags, ja, diese Taschen mit der Wasserversorgung, da kommt der Einsatz rein. Ja, und dann müssen die nicht sofort in die Vase gestellt werden. Und das sind jetzt Überraschungssträuße, Liebe. Das heißt, die sollen in den Farben der Liebe sein. Da haben wir auch schöne Orangetöne dazu kombiniert. Dann gehe ich mit euch jetzt hier mal in die Küche. Und hier hat jemand 4 kleine Sträußchen als Überraschung bestellt. Da haben wir dann, um das passend zu Valentin zu machen, ein kleines Birkenherzchen reingemacht und schön in entweder in Rosé-Tönen oder mit schönen Blüten. Ja, diesen Strauß hier, den hatte ich auf die Homepage gestellt. Der wurde dann daraufhin auch ein paar Mal bestellt. Und das ist, finde ich, auch schön. Besonders liebe ich diese Germini. Die finde ich ganz toll, und man sieht auch, was für eine knackige, schöne Qualität das ist. Ja, hier gibt es dann einen Frühlingsstrauß. Der ist auch mit Tulpen, mit Fräschen, mit Hyazinthen, mit dieser schönen pinkfarbenen Farbe. In diesem, ja, hier ist tatsächlich ein Strauß, das ist eigentlich ein Musterstrauß. Der ist so lang gebunden, dass hier 4 drin sind. Ja, der eine, der ist ein bisschen tiefer, sieht man hier, und die anderen sind ein bisschen höher. Das sind Rosen, die gestern erst auf Wasser gesetzt wurden und die sich tatsächlich wirklich erst entwickeln. Die haben jetzt einen ganz knackigen Kopf, aber die fangen ihre Entwicklung auf Wasser erst an. So, jetzt gehe ich mal hier weiter im Laden. Und also hier ist auch ein gemischter Strauß. Was ich ganz besonders liebe, sind diese Santini mit dem schwarzen Auge. Das ist eine Mini-Chrysantheme. Und ich gehe mit euch einfach mal entlang. Ich zeige euch mal so die Highlights. Diese gelbe Ranunkel, zum Beispiel, auch so ein richtiges Highlight. Ja.
Das sind dann frühlingsmäßige Valentinssträuße. Das sind alles auch Kundenwünsche. Besonders schön auch die pinkfarbenen Garmini. Wir nehmen immer Garmini und nicht Gerbera, weil die Garmini einfach ein bisschen kleiner und zarter sind. Hier hat jemand wirklich nur großköpfige Rosen bestellt, ohne Grün, also ganz pur in die Vase. Geschmäcker sind ja verschieden. Ich finde immer, dass ein Strauß mit Grün einfach anders wirkt. Hier sieht man zum Beispiel, was das Grün ausmacht. Ja, also das ist jetzt so meine Hand und ihr seht, boah, was für ein Riesenstrauß das eigentlich ist. Ja, und also die schönsten Farbkombinationen in Aprikot, Rosa. Hier sind auch wieder sehr, sehr schöne Eustoma drin. Eustoma ist auch eine Blume, die hier diese weiße. Eustoma ist eine Blume, die wir auch sehr gern für Hochzeiten verwenden, mit ihren hübschen Knospen. Und die Alstromerien, die hier drin sind, sind also diese rosanen, die blühen erst auf. Die zeige ich euch mal vorne, da habe ich noch eine Riesenvase. Also die werden erst noch mal zu ihrer schönsten Blüte avancieren. Aber die sind sehr ausdauernde Blüher. Hier sind oft Blumen in den Sträußen drin. Hier sieht man zum Beispiel, dass die sind die Hyazinthen. Die sind noch ganz knospig. Die werden erst aufblühen. Sorry, die Sonne scheint natürlich auch in mein Video ein bisschen rein. Hier gehört noch eine schöne Vase dazu. Ja, das ist eine große Vase. Die ist toll verpackt in diesem schwarzen Schmuckkarton. Und dann, so, gehen wir jetzt mal rüber. Hier ist also noch frühester Morgen. Keiner ist da. Und jetzt zeige ich euch zuerst nochmal die Vorratsecke. Also das sind hier alles Rosen. Die sind alle reserviert. Das ist eine wunderschöne Sorte. Die heißt Con Amore. Ich nehme mal meine Hand mit dran, um das zu zeigen. Die hat einen ganz tollen Kopf, hat auch so dieses leicht geklappte Blatt von Anfang an. Also die ist wie gemalt, ja. Das ist, dann habe ich hier noch auch eine sehr schöne Rose, die auch tatsächlich, deswegen sind die noch hier so eingepackt und auf Wasser. Die müssen noch Wasser ziehen, die müssen noch gestützt sein. Die bekommen einen Riesenkopf, ja, aber die haben ihre Entwicklung noch nicht angefangen. Deswegen sehen die zum Teil noch recht klein aus, aber die werden unglaublich lange halten. So, dann haben wir hier nochmal einen schönen Rosenstrauß, der wird heute abgeholt. Die Namen, die habe ich immer alle schön weggedreht. Das will ich ja nicht im Video haben. Hier warten nochmal zwei Paar Seegraskörbe auf ihre Abholung. Ich werde auch noch von euch gefragt, ob ich noch Körbe habe. Ja, ich habe Körbe. Ich habe noch von diesen Seegraskörben und es gibt noch die letzten wenigen von den Korbsets. Aber da, die kann man jetzt tatsächlich nur auch zählen. So, dann wollte jemand ganz klassisch in Rot-Weiß einen Valentinsstrauß. Das ist ein Kunde, der will das jedes Jahr gern so. So, hier haben wir auch noch Sträuße. Und auch hier zum Beispiel in dem Strauß auch wieder die Alstromerie, ja, die hier, die ist noch nicht offen, ja, die bekommen erst ihre Wirkung. Dann haben wir hier was sehr Schönes in dem Strauß, dieses rosa Kleinblütige, das ist Oxypetalum, den Namen muss sich jetzt nicht jeder merken, gibt es in Blau und in Rosa und auch in Weiß, ist eine sehr schöne ausdauernde Blüte, ist ein Wolfsmilchgewächs. Dann haben wir hier nochmal ein Strauß, ein Geburtstag für eine Dame, auch mal zum Geburtstag. Dann hat jemand anders nur einen Tulpenstrauß gewünscht. Hier ist unsere Vorratskammer. Hier haben wir nochmal diese schönen Santini, die aussehen wie kleine Margeriten. Diese natürlich machen sich immer wunderschön zwischen den anderen Blüten. Hier auch ebenso diese weißen Santini mit schwarzen Gesichtern. Ist auch noch ein ganzer Eimer da. Und hier gibt es noch, oh, das ist auch was ganz Tolles. Das sind zwei langgebundene Sträuße. Ich schaffe es leider nicht, die einzeln alle rauszunehmen, weil, Moment, ich muss die mal ein bisschen zu mir kippen, dass man mehr davon sieht. Ja, den haben wir langgebunden mit Monstera-Blättern. Und wenn die Lilien aufgehen, ja, die sind jetzt natürlich noch alle zu, dann wird es so ein richtiger Knaller. Und der hat eine sehr schöne Ecuador-Rose drin. Das ist die Rose Esperance, die auch eine super Haltbarkeit hat und auch wieder diese schönen Germini. Und dann haben wir so den Strauß auch noch mal lang gebunden, hier mit Korkenzieherweide, mit Olive, ja, dass der so ein Leben hat. Der ist mit roten Lilien und der ist auch mit Ecuadorrosen. Die haben
Ich glaube, die haben fast 10 cm Durchmesser, die Köpfe. Ja, das sind also riesen Köpfe. Und der ist mit so einem zart duftenden Ginster. Und dazu natürlich passend mit Hypericum. Ja, also heute, wenn wir fertig sind, ja, mit Vorbinden, weil wir haben uns tatsächlich getroffen zum Vorbinden, dann wird es auch hier drin anders aussehen. Wir haben hier noch gepflanzte Körbe gemacht. Das sind jetzt gepflanzte Körbchen zu Valentin. Die sind mit einem schönen Sisalherz. Also ich bin ja kein Fan von Kunststoff und so künstliche Stecker, die gibt es bei mir auch nicht. So, dann haben wir auch noch in Rosa einen schönen Strauß im Laden. Also mal gucken, wer jetzt nachher so kommt. Und hier, das muss ich euch noch mal zeigen, diese hübschen Primelchen, die sind so gefüllt und die haben, ich gehe mal näher mit der Kamera ran, die haben so Punkte an den Rändern. Also die sind so süß, ja, und so hübsch gemustert. Das ist also, die sind was ganz Besonderes. Und die machen sich natürlich sehr schön zu roten Tulpen für Valentin. Und hier vorne haben wir noch viele Lilien. Und hier sind diese Blüten, wo ich sage, die Alstromerien. Sorry, ich gehe mal aus der Sonne wieder. Die Kollegin kommt gleich, deswegen mache ich morgens schnell das Video. Das ist jetzt eine Alstromerie, die auch mal aufblüht. Ja, diese Inka-Lilie, diese wunderschönen ausdauernden Blüher. Und die ganzen anderen in dieser Vase, so, hier sieht man die auch sehr schön. Also was für eine tolle Blüte. Und die ganzen anderen Blüten in der Vase, diese Alstromerien, die haben also wahnsinnig viel, guck mal, das ist wahnsinnig viel Blüte, ja, die hier dran ist. Aber die sind natürlich noch nicht in Form. Unser Schaufenster haben wir auch mit was Lustigem dekoriert. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das sind Papierrosen, ja, damit auch von außen was schön zu sehen ist, habe ich unseren Korb. Da müsste ich eigentlich mal raus gleich. Habe ich unseren Korb umfunktioniert und da sind jetzt Papierrosen drin, die im Schaufenster so nach außen gucken, damit es so richtig, ja, so ein richtiger Eyecatcher ist. Dann haben wir noch einen schönen Korb mit Osterglocken. Das ist natürlich auch gelb. Gelb ist immer eine tolle Frühlingsfarbe. So, hier ist nochmal ein gepflanztes Körbchen. Und da ist auch eine kleine Beauty drin. Das ist nämlich eine Schachbrettblume, eine Fritillaria. So, ja, und hier sind auch nochmal diese wunderschönen Primelchen. Und gepaart mit Traubenhyazinthen, das ist natürlich auch ein Knaller. Ja, also unser Tisch und unsere ganze Blumengalerie zum Nachfüllen, die warten noch sehr darauf, dass sie bearbeitet werden. Wir haben jetzt nämlich ein bisschen Sonntagsarbeit. Die Kollegin ist gerade ums Eck gekurvt. Das ist noch eine Vase von dieser wunderschönen Rose Esperance. So, und gibt ja auch noch so ein interessantes Thema. Manchmal sagen ja die Leute, Moment, gehe ich mal hier rüber dazu, manchmal sagen die Leute, ach ja, an Valentin machen die Floristen ihr Geld. Ich habe extra einen Aushang gemacht und ich habe, also wir kalkulieren unsere roten Rosen tatsächlich nicht so hoch extra, um unseren Kunden auch an Valentin faire Preise zu bieten und wir wollen auch unsere Kunden dauerhaft behalten. Und wir haben viel diskutiert über dieses Thema, aber wir haben keine Verarmungsangst und wir wollen unseren Kunden dann doch auch an diesem Tag eine besonders hohe Qualität bieten zu einem fairen Preis und es äußert sich dann in solchen Rosen. Straußfotos folgen noch, aber wir machen uns jetzt erstmal an die Arbeit. Boah, es war ein langer Tag. Also nachdem ich euch jetzt so viel gezeigt habe, die Vorbereitung und so viele Sträuße, die wir gemacht haben und jetzt ist endlich alles fertig. Es haben alle ihre Sträuße
Und hier ist noch so die letzte Rose, die ich für meinen Mann gerettet habe. Und ich musste dich mehrfach verteidigen, weil die wollten schon die ganze Zeit und gesagt, ah, da ist ja noch eine. Es sind alle roten Rosen weg. Und ich hatte hier auch noch ganz tolle Blüten, die ich drumherum eigentlich binden wollte. Die waren auch alle fort, die waren alle gemopst. Und dann habe ich diese schöne rote Rose für zu Hause zum Valentinstag in einen Birkenring gebunden. Und wir sind eigentlich total, wir sind echt fertig, wir sind glücklich und fertig. Und unsere Grünmüllbeutel sind voll, der Laden ist leer, es ist nichts mehr im Laden, es sind drei Vasen. Und ich wäre jetzt eigentlich bereit, mich mal zu erholen, aber der Laden ist leer und morgen früh geht's wieder ab in den Großmarkt, um den Laden wieder zu füllen. Aber es ist der Lauf der Dinge, es ist das Leben eines Floristen. Und ich wollte euch einfach mal diesen Einblick in den Valentinstag geben. Und es ist auch wieder so ein Blick hinter die Kulissen. Und es ist vielleicht auch interessant, mal zu sehen, wie das so vonstatten geht und wie die Dinge entstehen. Und also, wenn die vielen Kunden kommen, da konnte ich natürlich keine Bilder machen, weil da mussten wir einfach gucken, dass wir die Kunden bedienen und dass wir eben, ja, für die Leute da sind, und da kann ich mich nicht mit der Kamera hinstellen. Aber dazwischen mache ich das total gern für euch und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und der Valentinseinblick und auch dazwischen natürlich der kleine 20.000 Abonnentenjubel. Das musste ich auch nicht, das war natürlich auch nötig. Ja, und ich sage dann einfach danke fürs Zugucken. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch und macht's gut.